Hallo Fans, hier ist Propa. Heute spielen wir Star Wars, wie heißt das, der dritte Wort? Squadron. Und das Ganze in Virtual Reality. Ich habe kein Wort verstanden, bis zum Ende gar nicht. In Virtual Reality. Oh Gott, sitze ich schon im Raumschiff? Na, ich sehe da oben in der Luft, was ist das denn? Ach, das ist das Raumschiff mit dem Teleskopspiegel oder sowas ist das. Ja, nun, ich würde gerne mal in den Weltraum fliegen. Ja, dass ich das noch in meinem Alter erleben darf. Ja, ach, da hinten ist der Weltraum. Ach, jetzt hast du Licht ausgemacht. Ich sitze jetzt im Raumschiff. Das ist ja komisch, ich sehe ja gar nichts. Also da ist ein Fenster. Aha, hier habe ich irgendwo was, wo ich mich dann festhalten kann. Aber da habe ich ja nichts. Ach da ist ein Hebel. Steuerhebel ist das. Aha, ich drücke jetzt, um das Raumschiff zu starten. Wo ist das denn? Jetzt stelle ich verschiedene Knöpfe ein hier. Jetzt fliege ich. Jetzt bin ich ja schon im Weltraum. Ich muss aber, ich bin ja jetzt immer unter der Decke. Ich bin ja auch, komme aus dem Weltraum raus. Wie komme ich denn da wieder rein? Jetzt sehe ich nur noch den Sternenhimmel über mir. Sind das alles Blitze oder, wie sagt man im August, die Sternschnuppen, die jetzt kommen? So viele Wünsche habe ich gar nicht, wie viele Sternschnuppen da fliegen. Wie viele Kilometer bin ich da noch entfernt? Steht das hier auf, ich habe ja kein Tachometer hier, oder? Ich bin ja im Weltraum und der Weltraum ist groß, ne? Kann man dann im Weltraum auch steuern? Norden, Süden, Westen? Soll das die Erde sein? Da sehe ich auch noch ein Raumschiff. Aber hier fliegt es aber an der linken Seite vorbei. Jetzt ist es ganz nah. Bin jetzt weiter im Weltall. Oh, was war das? Ja, irgendwo eine Feuerflamme. Pilot des Strovet. Was heißt das Strovet? Zerstört? Ja, was ist das dann? Ich hab doch gar keine Feinde im Weltall. Aha. Jetzt sind wir wieder da. Wo fliegt er da mit mir hin? Nee, ich versuch kein Looping zu machen. Soll mir schlecht werden? Ich weiß nicht, ob ich ein Looping vertragen kann. Wie macht man Looping? Nach hinten ziehen? Ja. Das ist Looping jetzt. Ein Looping nach dem anderen. Oh ja, oh. Stopp. Boah. Die Steuerung, die ist so intensiv. Dafür, dass ich das erste Mal in einem Raumschiff sitze, klappt das doch schon an für dich ganz gut. Hier so ein alter Opa im Raumschiff. Ich probiere mal eine Rolle zu machen. Ha, 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 ha. Hast du irgendwo, haben wir hier einen Brechbeutel? Es geht, nein. Wunderbar. Ha. Aber, da, schon wieder die Flamme. Jetzt bin ich wieder unten in der Halle. Flying with the Rebel Alliance Echo Squadron. Eben war ich im Imperium und jetzt bin ich bei den Rebellen. Jetzt kommt, das sind aber komische Gebilde. Oh, das sieht aus wie ein Hai. Oh, das sind alles, das ist mein Team. Aha, der Mann in die Hände, die drehen die immer automatisch. Oh. Was ist das für die Bilder? Alles Raumschiffe? Eiei, stürze ab, jetzt kommt noch einer auf mich zu. Na, keine Flamme? Nee. Wen soll ich jetzt, kann ich den mal verfolgen? Wo kann ich dann schießen? Was haben wir dann für eine Kanone? Schießen wir mit Laser oder? Aha, zack, nochmal. Oh, das Rote, das ist mein Schuss, ne? Ja, ich habe ja keinen, wen soll ich denn mal abschießen? Wenn jetzt ein Raumschiff kommt, kann ich das dann killen? Da oben ist doch einer. Der flüchtet aber vor mir. Ich will ihn mal hinterher. Ich kriege ihn nicht vor die Flinte. Jetzt hab ich ihn. Zack. Na? Bin noch nicht. Oh. Jetzt aber. Das ist mein Freund. Dann darf ich den doch nicht abschießen. Freunde erledigt man nicht. Freunde behält man. Da habe ich nochmal versucht. Ehrenmann, Bro. Run, Run, Full Systems Check. Ja, ich soll das System checken. Vor mir ist ja nicht rechts und links. Oh, da ist einer abgestürzt. Den habe ich aber nicht abgeschossen. Guck mal, da kommt oben. Oh, da oben, da. Ei. Fliegen die Raumschiffe? Ja, ne? Ja, muss ja. In der Schwerelosigkeit müssen die ja auch fliegen können, ne? Aber die brauchen an für sich, werden die von der Schwerelosigkeit hier tragen, die brauchen ja nur Schub haben, damit sie vorankommen, ne?
Ah, jetzt kommt ein... Ah, der Kleine, was will der dann? Sind das Roboter? Der steht vor mir und der unterhält sich mit mir. Nur, ich kann nicht verstehen. Der macht eine Show, der will mir etwas sagen. Ach, guck mal, der Zweite. Hallo, na, mein Kleiner? Willst du auch mit dem Proper sprechen? Der wendet sich ab. Warte, da kann ich jetzt... Hallo, da ist er wieder. Na, nun, äußere dich doch mal. Na, will nicht. Er wendet sich immer wieder ab. Und er, der Kleine, der ist mir treu. Ah, sieh. Wenn ich den noch wenigstens verstehen könnte, die Weltraumroboter-Sprache. Das sieht aus wie ein Starfighter. Düsenantrieb, 4 Düsen. Jetzt sitze ich im Cockpit. Aha, aber ich bin ja noch in der Halle. Ah, ja, ba. Ja, hallo, hä? Na, das ist sicher ein Außerirdischer. Und da ist die Weltkugel. Und die zwei besprechen jetzt den nächsten Flug, oder? Naja, hallo, ihr zwei. Ja, ich möchte auch fliegen. Ist das euch lieb? So, oh, das sieht ja aus wie im Roulette, wie in der Spielhalle hier. Jetzt sehe ich da so ganz schwach ein Raumschiff. Das soll ich angreifen? Jetzt sind sie sich einig, jetzt wird wohl, glaube ich, gestartet. Sitze ich da drin in dem? Oh, jetzt haut er ab. Die erledigt, wenn das Gegner sind, dann... Oh, die schießen auch. Die wollen mich erledigen. Treffe ich sie denn? Doch, ist alles schwarze Wolken, muss irgendwie was brennen. Da habe ich einen zertrümmert da. Hast du gesehen? Hat der alle zertrümmert. Keine Gegner mehr. Da sind sie auch noch, ne? Oh, durch den ganzen Weltraum. Der ist stärker, glaube ich. Ja, das ist der Böse. Den müssen wir zerstören. Aber ich glaube, der ist stärker. Mit meiner kleinen Kanone, die macht ja nichts aus da. Guck mal. Da. Jetzt. Oh. Ja. So, Fans. Das war Propers Weltraummission. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Daumen da, ein Abo und die Glocke. Dann sagt der Opa diesmal Tschüss.